Kinder und Motorradfahren ist so eine Sache. Wann dürfen die eigentlich mitfahren und was muss ich meinem Kind mitgeben, dass es mit mir Motorrad fahren kann? Das und mehr in diesem Video. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und das Thema Kinder ist durchaus ein großes auf YouTube. Und vor allem auch das Mitfahren ist ein riesengroßes, denn Gesetzeslagen allein in Österreich und Deutschland sind massiv anders. Heute möchte ich das Thema für euch aufrollen und möchte euch mit auf den Weg geben, wann ihr eure Kids mitnehmen könnt oder auch wann ihr eure Freunde mitnehmen könnt, gerade für die 15-Jährigen unter euch, da kann es ja durchaus sein, dass auch mal der Jüngere noch mitfahren möchte oder der kleine Bruder mitfahren möchte. Und wie die gesetzliche Lage ausschaut, hier in diesem Video und dazu starten wir direkt rein. Am einfachsten ist die Geschichte in Österreich. In Österreich muss ein Kind, um mitfahren zu dürfen bei deinem Motorrad, mindestens 12 Jahre alt sein und es muss die Fußrasten erreichen können, sonst darf das Kind nicht am Motorrad mitfahren. Das ist derzeitige Gesetzeslage laut der Polizei Österreich. Die Quelle unten verlinke ich euch natürlich auch. Auch gibt es eine zweite Regelung für Mopedfahrer und da muss man ganz klar sagen, Kinder unter 8 Jahren müssen auf dem Moped mit dem passenden Kindersitz befördert werden. Hierzu gibt es bei verschiedenen Anbietern unterschiedliche Kindersitze. Aber ganz ehrlich, auch hier muss man wieder sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Aktuell sieht die Gesetzeslage in Österreich so aus. In Deutschland ist die Nummer ein bisschen komplexer. Die Deutschen fahren damit natürlich wieder ganz anders. Deutschland, das Land der Bürokratie, das Land der klaren Aussagen und klaren Gesetze. Beim Mitfahren von Kindern ist die Situation aber eine andere. Und hierbei muss man wieder ein bisschen schmunzeln, denn es sieht so aus, dass es kein festgelegtes Mindestalter von den Kindern gibt. Darüber hinaus muss nur die körperliche und geistige Reife erforderlich sein. Bei Motorrädern müssen die Fußstützen und das Festhalten möglich sein und ist auch verpflichtend. Kinder unter 7 Jahre brauchen einen Motorrad-Kindersitz, wenn sie keine Fußstützen haben bzw. keine Fußrasten erreichen können. Und es braucht auch den Schutz der Kinderfüße durch eine Radverkleidung, wenn sie unter 7 Jahre sind und möglicherweise in das Rad geraten könnten. Also das hätte ich persönlich noch nie bei einem Motorrad gesehen, aber aktuell sieht die Gesetzeslage in Deutschland so aus. Um es da jetzt ein bisschen klarer auszudrücken, noch einmal, es gibt keine Altersgrenze, Kinder müssen die Fußstützen erreichen und sich selbstständig festhalten können und bei Kindern unter 7 Jahren ist eine Radverkleidung notwendig, damit die Kinder nicht in die Räder kommen. Unter 7 Jahre würde ich sowieso mein Kind nicht mitnehmen und auch nicht auf einem Kindersitz und auch nicht irgendwie. Ich würde versuchen, dass mein Kind zumindest ansprechbar ordentlich ist und auch sich der Gefahren bewusst ist, die sich damit eingeht. Wichtig ist darüber hinaus in Deutschland, da gibt es noch eine extra Regelung. Bei den Motorrollern ist es genauso wichtig, denn da sagt der Gesetzgeber in Deutschland, dass auch hier gesichert sein muss, dass das Kind die Fußrasten erreicht oder sonst einen Kindersitz hat oder zusätzlich eine Radverkleidung angebracht wird, wenn das Kind die Option hätte, in die Räder reinzukommen. Ich bin gespannt, bei welchem Roller man auf diesem Planeten eine Radverkleidung benötigt, damit das Kind nicht in die Radverkleidung reinkommt. Also hier hat der Gesetzgeber wieder ganze Arbeit geleistet. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Gesetzgebung in Deutschland ist ein bisschen lascher als in Österreich, weil in Österreich ist es ganz klar geregelt, wann darfst du mitfahren, wie darfst du mitfahren. In Deutschland ist das eher eine Ermessenssache von dir als Fahrer, der bestimmen muss, erreicht er die Sozius-Fußrasten, erreicht er das, dass er sich festhalten kann. Das bringt uns zu dem Punkt, dass du, obwohl du in Deutschland einen zehnfach so langen Gesetzestext hast, keine klare Antwort hast. Es ist Interpretationsspielraum hier vorhanden. Und für uns Österreicher, wenn wir nach Deutschland fahren, easy. Wenn es umgekehrt funktioniert, sei vorsichtig, denn hier gibt es eine klare Altersbeschränkung. Sei da echt vorsichtig. Und ich finde gerade in Österreich, 12 Jahre ist relativ alt und mit 10 Jahren ein Kind mal am Motorrad mitzunehmen, ist nicht unüblich. Hier muss man, egal in welchem Land, natürlich sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich bin gespannt, wann ihr euer Kind das erste Mal am Motorrad mitgenommen habt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ehrlich gesagt hätte ich an diesem Punkt des Videos erstmal den Hausverstand eingeschalten. Denn ja, wir kennen jetzt die Gesetzeslage in Österreich und in Deutschland. Doch Fakt ist, und das ist wirklich Fakt, Motorradfahren ist nicht ungefährlich. Du bist mit deinem Kind, das wichtig dir vielleicht ist, oder dass dein Freund, dein Kumpel, was auch immer ist, eigentlich unterwegs und soll sich darum kümmern. Du als Fahrer bist der Verantwortliche. Es ist nicht das Kind, es ist nicht der Sozius, der verantwortlich ist. Du bestimmst, wie gefahren wird und du bestimmst auch am Ende, wie das Fahrverhalten ist. Ich würde auf drei körperliche Aspekte dementsprechend sehr großen Wert legen. Erstens, Körpergröße. Kommt das Kind auf die Fußrasten runter?
Kann es sich überhaupt festhalten? Und das ist der zweite Punkt, Kraft. Wie viel Kraft hat das Kind bereits? Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist dann die Ausdauer des Kindes. Kinder, die zum Beispiel auch ein Zappelphilipp sein können, die würde ich tendenziell eher auf die kleine Runde nehmen und nicht auf die große. Du musst extrem aufpassen und dich langsam rantasten, wenn du jemanden mitnehmen möchtest. Das gilt eigentlich für jeden, der das erste Mal aufs Motorrad steigt. Man muss aufpassen, wer er ist und wie er sich verhält. Und dementsprechend macht es einmal eine 20-Minuten-Runde, macht es dann eine 40-Minuten-Runde und dann kann man sich irgendwann eine Halbtages- oder Tagestour wagen. Überfordern bringt da ein riesengroßes Problem nicht mit sich. Es freut denjenigen nicht mehr mitzufahren und vor allem ihr habt dann nicht mehr die Möglichkeit, eine geile Motorradtour zu machen. Also langsam rantasten und diese drei körperlichen Aspekte auf jeden Fall im Auge behalten. Das Thema Schutzkleidung ist genauso geregelt wie beim Motorradfahren. Vorgeschrieben ist ein Helm. Aber aufpassen, hier bei Kindern ist es noch viel kritischer als bei Erwachsenen, denn die Blutzer von die Gfraster, die wachsen ziemlich schnell. Also du musst jedes Mal, wenn du mit deinem Kind nach ein paar Monaten wieder fahren gehst oder im Frühjahr checken, genauso wie mit der Winterjacke, passt der Motorradhelm überhaupt noch. Und vor allem der Helm von dir, den du anziehst, der L-Helm oder der vielleicht dreifach XL-Helm, passt keinen 10-jährigen oder 12- oder 13-jährigen Knirpsal, der braucht einen Kinderhelm. Es gibt unfassbar viele Kinderhelme auf dem Markt, aber dazu muss man sagen, kauft einfach was passt. Kinderhelme sind tendenziell preislich auch etwas günstiger, unterliegen aber auch den gleichen Normen wie ein normaler Motorradhelm. Bei den Jacken, auch hier ist es wichtig darauf zu achten, genauso wie beim Motorradfahrer, den Hausverstand einzuschalten, die günstige Jacke um 60 Euro, wo die Protektoren hier sitzen für die Ellbogen oder hier, die schützen deinen Ellbogen nicht. Und wenn das Kind die Jacken von dir anzieht, dann hat es auch keinen Vorteil daraus. Also schalt ein bisschen den Hausverstand ein, gescheite Schutzkleidung ist sinnvoll. Bei einer 20-Minuten-Runde kann immer etwas passieren. Und wenn das Kind stürzt, du bist dann verantwortlich dafür, dass es vielleicht sein ganzes Leben lang irgendwelche schieren Abschürfwunden am ganzen Körper trägt, weil es mit dem Bulli, mit der Jacke oder mit normalen Sneakern herumgefahren ist. Nimm die Kohle in die Hand, wenn du dir eine fette Super-Adventure kaufen kannst und 20.000 Euro für ein Motorrad ausgeben kannst, dann kannst du auch deinem Kind eine gescheite Schutzkleidung kaufen. Und wenn es das nicht machen möchtest, dann nimm es bitte einfach nicht mit, weil es ist echt unnötig und du kannst dadurch dein Kind langfristig schädigen. Also ich plädiere für gescheite Schutzkleidung und ich plädiere auch dafür, dass der Kopf von dem Kind schon mal ready ist. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie mache ich denn das Kind eigentlich ready dafür? Training. Das ist ein riesengroßes Stichwort, denn du musst mit dem Knirps so viel reden wie möglich. Warum? Der hat noch keine Ahnung, was da auf ihn drauf zukommt, wie sich 100 km/h anfühlen und vor allem, wie er in die Kurve reinfahren soll. Wir haben ein eigenes Video zum Thema Soziusfahren gemacht. Da erklären wir das ganz detailliert und ganz genau. Hier grob zusammengefasst, das Kind muss eine Einheit mit dir werden, weil dort, wo du dich hinbewegst, dort soll sich auch das Kind hinbewegen. Und du musst dem Kind das von Anfang an mitbringen. Klar, ein Kind hat kein Gewicht und am Ende kannst es schon dagegen drücken, wenn sich das Kind aufstellt oder so. Aber zum Beispiel, wenn du eine starke Bremsung machst und der Helm die ganze Zeit gegen deinen Helm ditscht oder gegen Rücken, das ist einfach unangenehm. Also klär ihm unbedingt auf, wie man fährt. Und noch wichtiger, bevor es ums Fahren geht, wann darf er absteigen und wann darf er aufsteigen oder sie? Wann dürfen die was machen? Erklär das wirklich Step by Step, weil sonst gerätst du in Gefahr, dass das Kind vielleicht ein bisschen Unsicherheit kommt und vor allem einfach irgendwas macht und das vielleicht, was du gar nicht möchtest. Und vielleicht fällt sie dann gemeinsam mit dem Motorrad um, weil er auf einmal an den Ampeln versucht, die Füße runterzugeben. Oder keine Ahnung, es gibt da so viele weirde Gedanken, die sich Menschen machen, die das erste Mal mit dem Motorrad mitfahren. Und genau die musst du ausmerzen als Motorradfahrer. Und reden im Vorhinein ist hier ganz klar das größte Stichwort. Und auch eine Sprache zu finden, wie du auf dem Motorrad miteinander sprechen kannst. Insbesondere hätte ich hierzu empfohlen, dass man sich ein Karo-Gerät kauft oder ein Sena-Gerät, weil dadurch hast du die Möglichkeit, mit den Kids zu kommunizieren und kannst dann halt einfach herausfinden, wie es deinem Kind geht. Und ich habe auch eine Möglichkeit, wie man kommuniziert. Das habe ich zum Beispiel immer dazu gesagt, wenn bei mir wer mitfährt, schau her, wenn du dich unwohl fühlst, dann zwickst mich einfach in den Bauch. Weil du hältst dich an mir fest und du zwickst mir einfach im Bauch und dann weiß ich, du fühlst dich unwohl, dann mache ich langsamer. Und wenn es mir nochmal in den Bauch zwickst, dann bleibe ich sofort stehen und wir kümmern uns und reden darüber. Also das wäre ein riesengroßer Punkt, den ich am Anfang machen würde, weil es gibt's nicht, dass man die Hand hochhält und das Kind sozusagen den Daumen nach oben gibt, weil es sich sicher fühlt.
Vielleicht traut sich es nicht. Aber festhalten und zuzwicken gescheit, das kann er allemal oder das muss er ja auch können, weil sonst betreffend der Gesetzeslage dürfte er auch nicht mitfahren. Bei dem ganzen unsexy gesetzlichen Nonsens geht es aber am Ende um eine große Kiste. Wir wollen Nachwuchs haben, wir wollen neue Motorradfahrer haben und es geht um ganz viel Spaß. Und diesen Spaß bekommst du nur gemeinsam hin, wenn du dich als Fahrer unter Kontrolle hast und runter vom Gas am Anfang gehst. Die ersten Touren müssen langsam sein und sich langsam rantasten, auch an Kurven. Nicht voll reinlegen, nicht vollen Speed, nicht voll aus der Ortschaft raus beschleunigen. Das erste Mal 100 km/h ist ein Riesenthema, weil auf einmal spürt man diese Elemente ganz anders als im Auto und für Kinder und Erwachsene ist es ein riesengroßes Thema, wenn sie das erste Mal drauf sitzen. Dementsprechend runter vom Gas, viel reden, viel schauen und nach der dritten, vierten Tour, dann kann der Spaß sich auch wirklich bei dir als Fahrer einstellen. Die ersten Touren geht es nur darum, dass dein Sozius so Freude dabei hat und das wiederholen möchte. Weil wenn er das wiederholen möchte, dann hast du das, was du wolltest und kannst mehr Motorradtouren fahren gehen und vor allem vielleicht auch mal im Urlaub einen schönen Tag verbringen, ohne irgendeinem Zweiten und einfach nur mit dem Kind Zeit verbringen. Das ist sicher auch eine Gaudi. Ich hätte gesagt, wenn ihr beide runtersteigt und lachen könnt, dann hast du alles richtig gemacht. Am Ende ist wichtig, dass jedes Land unterschiedliche Gesetze hat. Zwischen Österreich und Deutschland sind massiv unterschiedliche Gesetze und alleine wenn du auf große Tour fahren möchtest, um mal nach Tirol zu kommen von Deutschland mit deinem Kind, dann musst du schlicht und ergreifend sehr genau aufpassen, weil hier in Österreich andere Gesetze gelten. Und genauso ist es, wenn du von Österreich nach Deutschland fährst, Italien und so weiter. Es bleibt also spannend. Es geht im Endeffekt jetzt darum, dass du dich für dein Land informierst und dann, wenn du auf Urlaub fahren möchtest mit deinem Kind, auch für dieses Land neue Informationen einholen musst, ob das da mitfahren darf oder nicht. Wie ist es für euch das Mitfahren? Was habt ihr euren Kindern mitgegeben, wenn sie das erste Mal mit euch gefahren sind? Und welche Tipps und Tricks gibt es allgemein für dieses Thema? Ich finde immer noch am wichtigsten, Kopfball einschalten und Hausverstand walten lassen. Wenn ein Kind noch nicht so weit ist, dass es mitfahren kann, geistig oder körperlich, dann sollte man sich auch immer diesem dann beugen am Ende des Tages. Denn Motorradfahren zu zweit ist sowieso schon immer ein bisschen schwieriger als alleine. Und wenn dann der Zweite noch nicht ganz so wirklich zurechnungsfähig ist, dann wird es noch schwieriger. Ansonsten abonniert gerne den Kanal kostenlos. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und pfiat euch!